Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Goblin Stone. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Goblin Stone. Ja, beim letzten Mal haben wir uns auf die Suche gemacht, unseren Freund zu retten, den alten Ork. Haben dabei einen fiesen Kleriker getroffen, also einem bösen Priester, der war für uns, der hat uns einen Buff gegeben. Und heute wollen wir dann weiterziehen, um unseren Ork-Kameraden zu retten. Dafür müssen wir zu den alten Gehölzen hier, nach Bestem Ficket. Und hoffen, dass wir ihn dort finden. Unser Trupp steht ebenfalls bereit. Let's go! They tread an unfamiliar path. Oh, direkt ein Goblin vor uns. Ein neuer. Hallo. Okay, Ruthless haben beide, wenn ich es richtig sehe. Hat er standardmäßig Armor mehr? Ne, diesen Guard-Bonus hat er, oder? Ich würde sagen, ihn hier mitnehmen, weil er hat zwei neue Fähigkeiten. Ruthless. Oh, das ist eine sehr geile Fähigkeit. Und auch noch Bleed Resistance. Also wir nehmen ihn hier. Ich würde aber sagen, er soll zur Basis zurückgehen. Ja, jetzt gerade kann ich hier nur geradeaus. Schaden genommen haben wir keiner, so wissen wir, wie wir den Camp nutzen, ne? A place of respite for the weary. They settle in, weary of the world. Geld. Der ist ein Schlimmer. Ist das ein neuer Schleim? Die haben sich fusioniert. Den machen wir zuerst fertig. Aua. Hier. Dich intercepten wir mal. Ich zeige dir den Finger. Den Finger der Macht. Warum kriege ich jetzt keinen Wacky? Noch mehr Armor. Ah, jetzt kriege ich es mal. Jetzt, wo es mir nichts bringt. Das macht insgesamt mehr. Nicely done. Okay, machen wir ihn weg. Down with you. Richtig.
Schau dir meinen Finger an, riech da dran. Oh, ist das schön. Dich knock ich einfach weg. Oh. Der hat nur seine Armor verbessert. Der stirbt am der Blutung allein schon. Aber das war ein neuer Gegner. Oder sehe ich das falsch? Will ich oben lang oder will ich unten lang? Bei beiden kann ich was harvesten, nur dass ich hier unten nicht kämpfen muss um mein Zeug. Also gehe ich unten lang. Ja, endlich mal Holz. Richtige Entscheidung. Speed plus 30. Fine Baubles. Speed gebe ich ihm mal. Ich will kein Knockback, ich will den Speed haben. Ein Zombie. Aber das ist gerade wichtiger. Ein Skull. Was macht der denn? Gestunt. Intercepten. Hab gerade kurz Spielleiter gemacht. Ein bisschen. Ich lass den einfach mal bluten. Oh, der ist immun gegen Bluten. Wicke, wicke. Der hat mich nur gebissen. Oh nee, die werden Schaden machen. Hier für alle. Gottes Willen, jetzt hört doch auf, euch zu boosten. Kann ich den wenigstens stunnen? Ich habe jetzt mal die Resistenzen da unten mal verstanden. Au! Mann, ultra viel Schaden. Die können eh nicht bluten, das sind Zombies. Ich salvage. Muss heilen. Excellent strike.
Das Ding lebt noch. Aua. There may yet be hope. Schnell! Alter, diese Zombies! An encouraging progression. Okay, jetzt sind es wenigstens nur noch drei Gegner. Knockback, bitte. Okay, nur noch zwei. Warum haben die auch so übertrieben viel Angriff? Ja, was tut das? Das kann nicht mehr bluten, ne? Wird nicht helfen. Bitte. Okay, ich habe ihn auch gestunt. Exterminate! Jetzt ist nur noch einer. Aua. Stein. Finger ich dir zeigen. Ohne dass einer gestorben ist, das ist ein Wunder. Die waren stark. Die waren wirklich stark. Schau mal da vorne. Seem foreign. Hätte schlimmer sein können. A new day dawns. Okay, bevor wir irgendwas machen. Wir können ja mal. Ihn retiren lassen. Auch ihn können wir. So, haben jetzt wieder ein bisschen was dazugekommen. A tranquil home for goblins in the twilight of their lives. Viel Spaß draußen. May they prosper, wherever they roam. So,
Ihm müssen wir auf jeden Fall gönnen. Bracke ist voll. Ich würde sagen, wir gönnen uns den Raiders Gold. Auf jeden Fall. Als nächstes gönnen wir uns das. Ihn lasse ich auch mal retiren. Jetzt sollte doch eigentlich Platz hier in den Baracken sein. Ihn gönnen wir uns auf jeden Fall. Ihn möchte ich mir auch gönnen. Und hier haben wir auch wieder jemanden erstmal rausschmeißen. Na gut, ich habe jetzt eh die Gilde, ne? Haben Spaß da draußen. Jetzt ist die Baracke schon wieder voll. Okay, warte mal. Erstmal Raiders Guild. Ach nee, wir müssen ja bei den Baracken drauf gehen, ne? So, hier, die interessieren uns. Dafür braucht man 5 Punkte im Body. Er kommt in Frage. An appropriate vocation. Okay, dann stellen wir mal kurz unser neues Team zusammen. Erstmal du nach hinten. Ich mache einfach mal hier Dismiss. Dann habe ich wieder Platz, dann kann ich ihn hier nämlich. How best to sort the distinguished from the disappointing. So, wir brauchen ja auch einen Verteidiger. Moltraiser, wer er war, Scrapwriter, der hatte diese Ultra-Fähigkeiten. Ja, dieses Ruthless und Fick Blood. Und dann können wir jetzt noch verkaufen. Oh, das darfst du mir auf jeden Fall geben. Das ist auch gekauft. Ich kaufe ja sowieso die bessere Waffe, dann mache ich auch kaum Minus. Ehrlich, nimm den Scheiß Stock. So, das darf. Ne, warte mal, das soll der andere haben. Die sollen Waffen tauschen. Weil er hat ja da auch noch diesen Bonus, dass er sich einfach selber boosten kann. So, Raiders Guild. Abilities. Dann gucken wir uns mal die Abilities hier an. Sudden Strike. Das klingt zum Beispiel nämlich sehr, sehr gut. Das ist auch nicht schlecht. Oh, das könnte man damit kombinieren. Ich finde, das ist besser als Pick Rounds. Damit kann ich halt Haste einerwischen. Das wäre besser als Exterminate.
Wacki Wacki finde ich noch ganz gut. Können ja auch hier noch Grab weiter mal eben kurz nehmen. Hat ja richtig gute Sachen hier. Guck mal, da kriegen wir zwei mit vielen Fähigkeiten. Nehmen wir. Habt Spaß, ihr beiden. Zwei süße neue Goblins. An appropriate vocation. Baby Raider. Er ist leider useless. Er wird ein Peon bleiben. Aber damit haben wir ja eigentlich sogar mal noch jemand besseren. Er hier war es, meine ich. Ich kann ja nach News sortieren. Ja, das ist er hier. Er hat die ganzen guten Fähigkeiten, ne? Damit haben wir unser Team auf jeden Fall fürs nächste Mal. Mal gucken, wo geht's denn beim nächsten Mal hin. Und nochmal hier nach Bastion Thicket. Und dort werden wir dann wahrscheinlich endlich unseren Ork-Freund finden. Ja gut, ne? Ich würde sagen, damit war's das dann jetzt aber für heute. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, dann lasst ein Abo und ein Like da, Leute. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Bis dann.